ich bin's, Verona. Und wisst ihr was? Ich gehöre ab jetzt zum Depot-Team. Und das bedeutet im neuen Magazin, im Kundenmagazin. Da sind wunderschöne Bilder, die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ja, wir sind ja gerade umgezogen in unser Traumhaus und jetzt so nach und nach haben wir auch alles eingerichtet und ich habe auch wirklich so ein Auge dafür, dass es einfach schön sein muss. Die haben wunderschöne Sachen, wo ich genau weiß, wenn ich da reingehe, das bedeutet dann auch, in ein paar Tagen sieht unsere Wohnung mal wieder anders aus, erfrischend, mit neuen Ideen und so. Das ist schon etwas, was mir echt Spaß bringt. Wenn zum Beispiel Ostern ansteht, Weihnachten ansteht, ein Kindergeburtstag ansteht, das sind so Motivationen, wo man an den Tag sagt, heute mache ich mal was Neues. Oder der Frühling, wenn der kommt, dann verschwindet ja so ein bisschen die Deko aus dem Winter. Die kommt in irgendwelche Kartons und im nächsten Jahr erwische ich mich aber trotzdem wieder ein paar neue Dinge zu kaufen, weil das liebe ich einfach. Es gibt ja Duftkerzen, die finde ich genial, weil man einfach schönes Kerzenlicht hat. Franny und ich, wir gucken natürlich auch super gern Serien und dann muss aber auch die Stimmung so ein bisschen stimmen. Dann mache ich einfach ganz viele Kerzen an, das Licht so ein bisschen runter, kuschel mich in meine Wolldecke aufs Sofa, habe dann dicke Wollsocken an und fühle mich einfach nur wohl und dann freue ich mich natürlich auf die Serie und in solchen Momenten muss das natürlich auch gut riechen. Es gibt natürlich auch die Duftspender mit den Stäbchen und das ist zum Beispiel wieder schön, finde ich, fürs Badezimmer, weil man die jetzt nicht anmachen muss wie eine Kerze, sondern das duftet ja den ganzen Tag. Machst du die Tür auf und dann musst du gleich denken, dass es Wellness ist. Also das ist mir total wichtig. Also für mich ist es so, dass man mit Kleinigkeiten wahnsinnig viel in der Dekoration ändern kann, auch von der Stimmung. Farben machen viel aus, ist es Winter, ist es Sommer, das ist schon ein Unterschied, ne? Und dann ist man auch ganz anders inspiriert und ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Depot, die haben wunderschöne Sachen. Ich habe vor kurzem da so Brettchen gekauft, diese Frühstücksbrettchen, da waren so kleine Hasen und Igel drauf und ein süßer Spruch. Das ist natürlich auch so ein bisschen mit der Idee für die Kinder, ne? Und Rocco hat auch gleich gesagt, ich nehme den kleinen Hasen, ne? Und Diego bekam den Igel. Das ist auch etwas, was einfach Spaß bringt in der Familie. Und da gibt es natürlich auch Kaffeetassen, die manchmal lustig sind, aber auch manchmal einfach nur schön. Ich habe eine weiße Küche, die schneeweiß und darin kann man wunderbar dekorieren und mit ein paar Kleinigkeiten sieht es immer anders aus.